Ciao, buongiorno, come va? Ich bin zurück hier auf YouTube und möchte ab jetzt wieder regelmäßig Videos für euch erstellen, damit ich euch weiterhin beim Italienisch lernen unterstützen kann. Und ich bin jetzt auch in letzter Zeit mal so meine E-Mails durchgegangen, die ich von euch bekommen habe, auch schon ältere, und habe mal die ganzen Fragen gesammelt und auch gruppiert und möchte jetzt die ein oder anderen Fragen einfach aufgreifen und Schritt für Schritt erklären und eben Videos dazu drehen. Und eine Frage war zum Beispiel: Verena, schreibt man eigentlich die Monate und die Wochentage im Italienischen groß oder klein? Und es ist eine wirklich interessante Frage. Ich habe nämlich noch gar nie ein Video zur Groß- und Kleinschreibung im Italienischen erstellt und das möchte ich hier tun. Und in diesem Video möchte ich euch die wichtigsten Punkte der Groß- und Kleinschreibung im Italienischen jetzt zeigen. Und am Ende des Videos wird es auch noch eine kleine Übung geben, deswegen schaut euch das Video komplett an und macht am Ende auch auf jeden Fall bei dieser Übung mit. Ja, ich würde sagen, wir fangen gleich mal an zur Groß- und Kleinschreibung im Italienischen. Im Unterschied zum Deutschen wird im Italienischen tatsächlich das meiste klein geschrieben, aber auch nicht alles, und es ist einfacher aufzuzählen, was nicht klein geschrieben, sondern groß geschrieben wird im Italienischen, weil, wie gesagt, das meiste wird klein geschrieben. Wann wird etwas im Italienischen groß geschrieben? Genau wie im Deutschen auch am Satzanfang schreibt man im Italienischen auch groß. Das wird jedem von euch wahrscheinlich schon aufgefallen sein, beziehungsweise nicht aufgefallen sein, weil man das einfach so hinnimmt wie im Deutschen. Beginnt man einen Satz, dann ist der erste Buchstabe des ersten Wortes groß geschrieben. Kommt ein Punkt und man fängt dann einen weiteren Satz an, gilt auch hier wieder der erste Buchstabe des ersten Wortes wird groß geschrieben. Im Deutschen, im Italienischen, da gibt es keine Unterschiede. Wenn es sich um Eigennamen handelt im Italienischen, dann werden diese auch groß geschrieben, aber nicht alle. Also Eigennamen sind sowas wie Vorname, Nachname, Städtenamen, Länder, auch Namen von Flüssen, Bergen und dergleichen. Handelt es sich aber um Adjektive, die die Nationalität beschreiben, oder auch um die Sprachen, dann werden diese auch wieder kleingeschrieben, weil da handelt es sich um Adjektive, sprich Deutsch, Italienisch, Englisch, Spanisch und so weiter, wird im Italienischen kleingeschrieben, was im Deutschen großgeschrieben wird, die Sprachen. Und allgemein die Nationalitätsadjektive werden im Italienischen kleingeschrieben. Jetzt kommen wir zu den Wochentagen und Monate. Die werden im Deutschen ja auch groß geschrieben, im Italienischen jedoch nicht. Im Italienischen werden die Monate und die Wochentage nicht groß geschrieben, sondern klein geschrieben. Feiertage zum Beispiel werden wiederum groß geschrieben. Ostern, Pfingsten und so weiter im Italienischen groß geschrieben. Was wird noch groß geschrieben? Epochen und Jahrhunderte, gerade in Literatur und Kunst, werden im Italienischen auch groß geschrieben. Auch Amtsbezeichnungen werden im Italienischen groß geschrieben, aber nur, wenn danach dann kein Eigenname folgt. Und wenn es sich um die Höflichkeitsform handelt, gerade in der dritten Person Singular, dieses lei, sie, dann kann man das im Italienischen auch groß schreiben. Man muss es nicht groß schreiben, aber ich würde es euch empfehlen, groß zu schreiben, weil dann kann man es von der dritten Person weiblich Singular unterscheiden, wenn man das lei einfach mit einem großen L schreibt, wenn man damit die Höflichkeitsform ausdrücken möchte. Und genauso dann die Pronomen, auch der Anrede, der höflichen Anrede, das sind alles Sachen, die man bevorzugt groß schreibt, weil es einfach noch mehr Höflichkeit auch ausdrückt. Ist nicht zwangsläufig notwendig, aber wie gesagt, ich würde es euch empfehlen, dass man, gerade was die Höflichkeit betrifft, einfach die Pronomen groß schreibt. Ich habe jetzt absichtlich nicht wirklich Beispiele zu diesen ganzen Aufzählungen genannt, weil jetzt kommen wir zur Übung. Und zwar werde ich euch jetzt ein paar Begriffe, kurze Sätze, Ausdrücke und so weiter auf Deutsch nennen
und ihr sollt die ins Italienische übersetzen und euch dann entscheiden, schreibt man es groß oder klein. Schreibt mir eure Lösungsvorschläge in die Kommentare unter dieses Video und ich werde euch auch noch unter diesem Video in der Videobeschreibung einen Artikel verlinken. Da werdet ihr dann später auch die Lösungen finden und könnt euch dann diese Aufzählungen samt Beispiele nochmal in Ruhe durchlesen. Aber bevor ihr euch gleich den Artikel anschaut, macht jetzt bei dieser Übung mit und schreibt mir in die Kommentare eure Lösungsvorschläge. Ich freue mich drauf. So, jetzt kommen wir zur Übung. Schreib deine Lösungsvorschläge in die Kommentare unter diesem Video rein. Ich zeige dir jetzt, wie gesagt, nach und nach Begriffe oder Wörter und auch Sätze auf Deutsch und du übersetzt es dann ins Italienische und entscheidest dich für die Groß- oder Kleinschreibung. Und sollte dir das zu schnell gehen, dann halte das Video kurz an, also klick auf Pause nach jedem Wort oder Satz und schreib dann deinen Lösungsvorschlag eben direkt in die Kommentare und lass das Video anschließend dann weiterlaufen. Also fangen wir an. Der Fluss Po. Südamerika. Das Mittelalter. Der zweite Sonntag im Mai. Weihnachten wird am 25. Dezember gefeiert. Wann ist Ostern 2022? Laura ist Italienerin und lernt Deutsch. Mein Name ist Müller. Ich komme aus Deutschland. Und Sie? Woher kommen Sie? Einen Link zu den Lösungen findest du unter diesem Video in der Videobeschreibung. Wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr mehr solche Videos sehen wollt, dann like dieses Video und wenn ihr meinen YouTube-Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht es, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst, weil ich werde jetzt wieder regelmäßig Videos für euch hochladen. Ci vediamo alla prossima. Ciao, ciao.